Moin, moin und willkommen auf den Kanal der Unlucky Nerds. Ich bin der Björn und ich begrüße euch endlich mal wieder zu einem kleinen Vlog. Denn heute steht endlich mal wieder was an. Ich bin unterwegs und zwar, ich befinde mich gerade hier in Langenfeld am Bahnhof und warte auf ein paar Zuschauer. Mit denen fahre ich dann gemeinsam nach Köln zur Lanxess Arena. Dort findet heute eine Wrestling-Großveranstaltung statt. Die WWE befindet sich in Deutschland und ist auf Tour. Und ja, wir gucken uns gemeinsam ein bisschen Wrestling an. Und ich nehme euch einfach mal mit, ein paar Impressionen. Vielleicht habt ihr ja Bock drauf. Mal sehen. So, mittlerweile in Köln angekommen. Stehen wir gerade hier vor dem Subway. Wo ist er denn? Da hinter mir sieht man den Subway. Denn der gute Felix und der Björn, mit dem ich schon getroffen habe, mit dem ich hier hingefahren bin, die haben noch ein bisschen Hunger. Aber mein Laden ist der Subway halt nicht so, ne? Da hinten sieht man schon die Lanxess Arena. Dort treffen wir uns gleich. Da haben wir gleich ein kleines Zuschauertreffen. Bin gespannt, ob da überhaupt irgendeiner da hinkommt. Und dann treffen wir uns noch mit dem Manu Thiele. Wobei das wahrscheinlich ein bisschen schwer wird, denn der hat da vor der Bühne schon einige Leute stehen. Aber mal schauen, gucken, ob der Manu hat eigentlich immer ein bisschen Zeit für mich. Schauen wir einfach mal gleich. Und dann würde ich sagen, entweder sehen wir uns gleich noch draußen vor der Bühne oder gleich in der Halle. Schauen wir mal. Bis gleich. So, wir sind gerade auf dem Weg Richtung Lanxess Arena, um genau zu sein. Da vorne haben wir das gute Ding. Haben wir gleich unser Zuschauertreffen. Und neben mir ist schon der gute Felix und der echte Björn. Der echte. Also so sieht mein Top-Donator aus, der hat zu viel Geld. Guckt euch ihn an. Worauf freut ihr euch am meisten heute? Ich glaube auf die Crowd, würde ich sagen. Ja, auf die Crowd? Eindeutig. Kein Wrestler, worauf euch so richtig freut? Ja, New Day. Ja genau, wenn schon New Day. New Day, Sucks oder Rocks? Ja, wenn wir das schon so sagen, natürlich Rocks, oder? Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, New Day Rocks! Hey yo,
die Show ist vorbei und seht mal an, wer da neben mir ist. Ja, du hast mich gerade zufällig hier abgegriffen, ne? Ganz zufällig, war nicht abgesprochen oder so. Nein, nein, stopp, stopp. Ich habe dir gesagt, weil ich habe was für meinen Vlog gebraucht, ja. Aber das hier war nicht abgesprochen. Ja, okay. Das brauche ich auch was für meinen. Ja. Also. Aber wie ist es denn jetzt mittlerweile, nicht mehr als Anführungszeichen Fan hier hinzukommen, sondern als offizieller Mitarbeiter und guckt man mit einem anderen Auge oder? Ja, das schon ein bisschen. Ich finde es halt immer ein bisschen verrückt, weißt du. Ich war jetzt in Berlin, dann Bremen, jetzt Köln, morgen Mannheim, dann Magdeburg und das ist halt ein Roadtrip direkt von München in den Süden, ganz in den Norden, dann wieder relativ in den Süden, dann wieder in den Norden und dann wieder zurück. Und das ist einfach so verrückt. Das ist einfach so verrückt. Und vor eineinhalb Jahren hätte ich das nie für möglich gehalten. Ja. Ich muss auch sagen, ich habe halt deine neuen Formate gesehen. Auf den YouTube-Kanal von Tele5. Ja. Darfst du das längerfristig durchziehen oder wie wird das funktionieren? Ja, das wird wöchentlich sein. Ich weiß nicht, ob ich es diese Woche schaffe. Der Text ist soweit fertig. Meine Stichpunkte im Kopf sind auch fertig für Halb Five. Ich weiß nur nicht, wie es sich zeitlich ausgeht. Vielleicht mache ich es heute Abend noch, vielleicht morgen, vielleicht kommt es am Samstag, ich weiß es nicht. Aber wöchentlich soll es jetzt kommen und in 99% der Fälle wird es auch kommen. Das hört sich gut an. Also meine Edeljobber-Freunde, schaut da einfach mal unten in die Beschreibung. Kanal ist natürlich wie immer verlinkt. Daumen geben, Daumen geben, Daumen geben. Daumen nach oben. Und ja, habe mich gefreut, dich endlich mal wieder zu sehen. Ja. Und dann hoffen wir, vielleicht können wir hier oben irgendwann mal in naher Zukunft oder weiter Zukunft mal wieder was gemeinsam aufnehmen. Würde mich echt freuen. Ja, Fußball. Fußball, genau. Fußball. Okay, hau rein. Danke dir. Hey, yo. Die schöne WWE Hausschau. Ich muss dieses Wort jetzt extra erwähnen, weil ich habe gerade eben ein kleines Interview über Manu gegeben und da durfte ich das Wort Hausschau leider nicht benutzen. Ja, da waren wir nicht bei einer WWE Live-Show. Also, die Hausschau ist vorbei. Ich muss sagen, ja, mit das Schwächste, was ich bis jetzt von der WWE in Deutschland hier gesehen habe. Ich meine, dass eine Hausschau halt nie was Tolles ist, ist klar, aber die Matches waren eher so lala. Das Steven-Match war ganz okay. Der Main-Event, obwohl es Roman Reigns war, gegen Alberto Del Rio, war quasi mit noch fast das Beste des ganzen Abends. Und das heißt schon viel für mich, oder? Wie fandst du es denn? Komm. Ich kann mich hier eigentlich größtenteils anschließen. Das Steven-Match hat mich weitaus mehr überzeugt als, glaube ich, alle Matches davor. Wir hatten sogar Intercontinental Championship-Match. Ja, ich kann jetzt schon mal eigentlich vorwegnehmen, der Titel. Wir haben keinen neuen Titelträger. Nicht? Nein. Das war erstaunlich. Ja, wundert mich auch. Und ja, wenn Big Show eben mit am meisten noch gefeiert wird, die größten Chance bekommt, dann kann eigentlich irgendwas nicht. Ja, das muss man erwähnt haben. Die größten Chance des Abends bekam quasi Big Show, der ja in einem Tag Team Match zusammen mit den Usos angetreten ist. Und die ganze Halle fängt auf einmal an zu brüllen. Naja, Kinder, die ganze Halle fängt auf einmal an zu brüllen. We want Big Show. Dass ich das nochmal erleben darf, das ist schon erstaunlich. Ja, wir fahren jetzt wieder schön nach Hause. Wieder schön zurück und jetzt nach Lappenfeld. Ne? Genau. Da steht auch mein Auto. Und dann, ihr müsst auch weiter nach Wiesbaden, ist ja okay. Und ich fahre dann schön wieder nach Wuppertal, in die Heimat. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr auch da wart, schreibt mir eure Meinung unter drunter. Wie fandet ihr die Hausschau? Wie fandet ihr die Stimmung? Ich muss auch sagen, ich fand die Stimmung relativ schwach gegenüber letztes Jahr Dortmund war es. Wirklich ziemlich mau, aber naja, vielleicht liegt es ja auch an der Halle oder so. Sie ist halt einfach verdammt groß, kann man sagen. Okay, haut rein, lasst einen Daumen da und lasst einen Kommentar da, dann sieht man sich. Und wir sehen uns im Livestream. Grüße gehen raus an euch, Jungs. Ciao. Ciao.